Hallo ihr Lieben, willkommen zurück hier bei Kingdoms of Amalur, dem Let's Play, das ich schrecklicherweise heute an einem Mittwoch hochlade und nicht wie gewohnt an einem Dienstag. Es tut mir sehr leid dafür und ich muss mich wirklich bei euch entschuldigen. Es ging gestern einfach gar nicht bei mir. Ich hatte super viel zu tun mit der Uni. Ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe. Ich habe, was ich genau studiere, das weiß ich gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe. Aber auf jeden Fall ist ein Teil davon Bio. Und ich weiß nicht, warum ich so verrückt war und gedacht habe, das könnte ich. Aber hey, mittlerweile ziehe ich es ganz gut durch. Da ist es allerdings die Sache, dass man ein Praktikum hat. Und dadurch, dass ja gerade aufgrund der aktuellen Pandemie es nicht möglich ist, in die Uni zu gehen, ich das zu Hause machen muss. Das heißt, ich habe schön von 8 nur bis 12 ausnahmsweise mal, aber habe ich komplett Uni. Dann muss ich noch eine Präsentation einsprechen, weil wir müssen ja auch aktive Teilnahme abgeben, also Gruppenprojekte meistens. Das musste ich noch einsprechen. Und aus irgendeinem Grund, nachdem ich fast fertig war, war meine Audiodatei beschädigt. Das heißt, ich musste nochmal alles neu machen. Komplett. Und ich musste das Handout nochmal richtig machen, weil ich das richtig hässlich finde. Ich bin so ein richtig. Für mich muss das schön aussehen, sonst kann ich das nicht abgeben. Ich kann da nicht so einen Scheiß hinschnullen. Das kann ich nicht. Dann muss ich die Folien nochmal verändern, weil sie mir nicht gefallen haben. Und dann konnte ich erst. Dann habe ich diesmal ein richtiges Video aufgenommen. Dachte ich mir so, ja, komm, mach's. Aber ich saß einfach gestern bis 22 Uhr dran. Ich habe mich so um. Also kurz nachdem ich mein Biopraktikum hatte, habe ich mich rangesetzt. Deswegen konnte ich einfach nicht mehr. Ich bin ge gestern Abend bin ich ins Bett gefallen, weil ich tot war. Wirklich, ich finde so Sachen mega anstrengend. Ich bin es auch gewöhnt, zwischendrin mal körperliche Arbeit zu verrichten, aber so geistige Sachen, die schaffen mich ungemein. Deswegen ist heute Mittwoch und ich quetsche euch so dazwischen. Auch das tut mir sehr leid. Aber keine Angst, ihr werdet auf jeden Fall Freitag pünktlich ein Video bekommen. Möge Lyria euch berühren. Warum tummeln die sich hier alle? Also Freitag gibt es auf jeden Fall pünktlich ein Video. Das muss ich halt heute schon aufnehmen, an diesem wundervollen Mittwoch. Und ich muss noch ganz viele andere Sachen machen. Ich darf noch zwei Quellen, zwei Studien zusammenfassen. Die muss ich bis heute Abend haben. Also ihr merkt, richtig, richtig gut. Aber ich sehe es nicht ein. Nubivan hat gemeint, vielleicht möchtest du nur noch einmal die Woche Kingdoms of Amalur hochladen. Und ich sagte, nö, das schaffe ich. Hier sind wir. Ja, wir haben hier ja diese Gruppierungsquests, bei denen wollte ich euch ja immer schön teilhaben lassen. Ich weiß gar nicht, welcher hier das müsste die sein. Hallo. Hallo, kann ich. Darf ich bitte mit dem reden, mit dem ich auch gerne reden möchte? Also, Es ist nein. erstaunlich, dass derart verschiedene sterbliche Völker Nein. gemeinsam in einer Nein. Stadt zusammenleben. Ja, Das nein. Menschwerden fasziniert. Besuche Ach. Warum Olana, sind denn jetzt wie gerade auch hier so immer hin. viele? Kann ich bitte den richtigen anquatschen? Lyra Ich Dol bitte Guerra und euch, was Gerst. soll denn das? Okay. Ganz langsam, Freya. Ganz langsam. Ich Nein! Morio, Dina Prio. Ja, Ja! Neophytin, kann ich euch helfen? Adeptin Fehl hat vor kurzem begonnen, das Verschwinden einiger Einwohner von Mel'Aglia zu untersuchen. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ich möchte, dass ihr nach Mel'Aglia in den Eratel-Ebenen geht. Ein Mitglied unseres Ordens wird euch unterwegs treffen und euch nähere Informationen geben. Lasst euren Kontakt nicht warten. Und wenn die Angelegenheit mit Lerkara geklärt ist, kommt zu mir ins Kapitelhaus von Rathier. Wo soll ich gleich nochmal hin? Nordöstlich, durch die Ära. Ich breche in Kürze nach Rathier. Wo habe ich nur meinen Federkiel? Gut. Hier können wir sogar hinreisen. Ach nee, das war Erwecke die Windsteine. Stimmt, das habe ich. War ich da schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich. Hier schon. Doch, Schatzkammer auf jeden Fall. Ja. Windsteine, wieso? Ist nicht automatisch. Ach so. Drücke Option, um die Quest zu verfolgen. Sehr gut. Da muss ich eh hin.
Also können wir auch gleich hinreisen. Dann auf zu Helmgard Feste. Natürlich ist es weit unten. Egal. Schaffen wir. Ich hätte schon überlegt gehabt, weil ich echt ein bisschen Angst hatte, dass ich es überhaupt nicht schaffe. Weil ich noch super viel Zeugs nachholen muss. Ich irgendwie, glaube ich, letzte Woche ein bisschen geschludert habe. Aber liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich gerade bei einem Umzug mithelfe. Und Umzüge scheiße sind. Ich mag das gerne einzupacken, so die Kisten und auch zu dekorieren, wenn man dann letztendlich in der Wohnung ist. Streichen finde ich auch voll in Ordnung. Aber Umzüge selbst finde ich halt super anstrengend. Ich finde, das ist halt so. Es macht halt nicht wirklich gut viel Spaß, sowas zu machen. Aber man tut's halt, wenn man es muss. Ja. Und deswegen lag bei mir derzeit sehr viel herum. Und wartet darauf, dass ich meine wundervolle Zeit dafür investiere, darin weiterzuarbeiten. Und dann kam mir die Idee, ob ich nicht Nubivan dafür einspannen kann und er eventuell ein Let's Play für euch macht. Wie findet ihr das? Soll ich Nubivan als Freya-Ausgabe nehmen, wenn Freya verhindert ist? Findet ihr das cool oder eher weniger? Könntest du ja mir mal schreiben, dann wäre das meine letzte Möglichkeit. Weil ich dachte mir so, nee, das kann ich nicht machen. Wir haben jetzt 58 Abonnenten und wir sind super stolz darauf. Super, super stolz. Vielen Dank. Und da dachten wir so, nö, können wir nicht machen. Also ich dachte das. Nur wir meinte so, ja, hast du ja schon mal bei Pokémon Infinite Fusion gemacht, das ist okay. Kriegen wir vielleicht mal hin. Ich könnte ja mal sagen, wie ihr das findet. Aber es gibt ja auch so schon genügend Let's Plays mit uns beiden zusammen. Pyroklastische Resonanz. Körpertemperatur immer noch deutlich über Außentemperatur und frisch aufgeworfene Erde. Ah, vergebt mir meine Manieren. Ihr wurdet geschickt, um einen Kontakt zu treffen, und da bin ich. Jubal Kaledos, Erzweiser der Scholia Arcana. Seid bitte so nett und zückt eure Waffen. Ich glaube, wir werden in Kürze angegriffen. Ich werde an euch denken. Wir werden in Kürze angegriffen und dann easy peasy. Kürze. Okay, unhöflich. Wo ist der Rest? Die Nachricht erwähnt einen Verdächtigen. So zieht denn weiter nach Mel'Aglir. Sprecht mit diesem Patrick Morkan. Und findet heraus, was unserer vermissten Kollegin widerfahren ist. Ich bin es nicht gewöhnt, dass mir jemand Fragen stellt. Schon gar nicht Neulinge wie ihr. Kümmert euch um eure Aufgabe, Neophyten. Und vergesst nicht, was immer Adeptin fehl angegriffen hat, darf keinesfalls unterschätzt werden. Ich werde Okay. an euch denken. Ich hab dir gerade geholfen. Unhöflich. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass, obwohl ich schon mehrfach die Lautstärke runtergestellt habe, es immer noch zu laut ist mit den feinen Klingen. Ich frage mich, ob das absichtlich so ist vom Spiel oder ob das irgendwie, weil hier Effektlautstärke, wieso ist das immer noch so laut? Ich raff das nicht, vielleicht auch Musik ein bisschen runterdrehen. Weil wäre ja scheiße, wenn ihr mich nicht hören könntet. Da schwafle ich denn die ganze Zeit und schwafle und schwafle und ihr kriegt das gar nicht mit. Wie mache ich das denn? Eigendialog? Weiß nicht. Entschuldigung, Nubi-Mann musste gerade durchs Bild. Das sah einfach urkomisch aus. Okay. Irgendwo haben wir doch noch so einen Windstein. Ach, warte, der ist doch hier, ne? Ja, erwecke andere Windsteine. Kämpfen wir noch gegen die hier. Hallo. Die interessieren sich anscheinend nicht für mich. Ah, jetzt. Ach, komm schon. Das ist jetzt.
Und du sollst den anderen angreifen. Ach ja, ist ja gut. Naja, gut. Kommt schon her. Was? Wer kommst du denn? Was bist du denn? Es ist ja nicht so, dass sie mir viel Schaden machen. Ah, es ist halt nervig. Ha, der ist gestorben. Ach komm, ich bin weggesprungen. Ich muss mehr mit meinen Fähigkeiten töten. Ah, jetzt kommt Verstärkung. So kann ich mich nicht konzentrieren. Woher kommt ihr denn alle? Was ist das denn bitte für ein Hinterhalt? Haha, oh ja, ich habe meine erste Trophäe gekriegt dafür, dass ich 100 Gegner mit Fähigkeiten getötet habe. Endlich! Ein bisschen schneller wäre schon nett. Wie war denn der Schelm? Dann fehlen ja jetzt eigentlich nur noch 400 weitere. Die ich. Achso, ich habe keine Magie. Doch, jetzt. 400 weitere, die ich mit meiner Fähigkeit. Also mit Magie töte. Das weiß ich nicht, ob wir das in diesem Leben noch hinbekommen. Und dann haben die nicht mal Loot dabei. Ich fühle mich so betrogen, so oft von diesem Spiel. Was kriegst du dann so diese Gold? Wow. Love it. Jetzt werde ich da erstmal wieder angegriffen, oder? War das nicht so? Scheinbar nicht. Aber meine Seelenkraft ist aufgefüllt. Wo ist der Gegner, dass der... Bisschen übertrieben, oder? Der da unten... Okay. Was machen wir jetzt? Ah, wir sollen da jetzt entlang. Waren wir dort schon? Ich war schon gefühlt 20 Mal hier. Oh, hallo. Willkommen in Mel Aglia, dem schlimmsten Ort, an dem man überhaupt festsitzen kann. Glaub mir. Ich bin mir sehr sicher, weil ich sehr oft da bin und ich dich nicht angequatscht habe. Was hat denn gerade das Spiel, dass es so schnell irgendwie hin und her switcht? Also ich gab es ein Update? Stelle ich mich einfach nur mega dumm an? Ich weiß es nicht. Mit einem düsteren Wind erhob er sich, in den Klauen nichts als entfesselter Schmerz. Ich war auserwählt, Stolz erfüllte mich und sein grenzenloses Leichentuch bedeckte mein Herz. Etwas an euch hat mich an diese Verse erinnert. Der Dichter sprach dabei vom Tod. Ich bin Patrick Morkan. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Habt ihr Lerkara Fell gesehen? Ach, die. Eine ausnehmend streitlustige Frau, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, sie hat unser Dorf vor kurzem wieder verlassen, mit unbekanntem Ziel. Meister Dace hat sich ganz schön aufgeregt. Sie hat anscheinend ihre Habseligkeiten in einer Truhe in ihrem Zimmer zurückgelassen. Vermutlich hatte sie es eilig. Wo könnte sie hin sein? Woher sollte ich das wohl wissen? Sehr nett von euch, vorbeizuschauen. Seid gegrüßt, okay. Wanderin. Tut mir sehr leid, dass ich dich gefragt habe, weil du ja nur Informationen hattest. Ist es trotzdem Diebstahl? Nein. Gucken wir doch mal. Falsche Taste. Nein. Quest, Inventar. Gegenstände. Nein, nein, nein. Da, Brief. Nee, das war's nicht. Haben wir nicht gerade ein Tagebuch bekommen? Ah, hier. Nehmen wir das Tagebuch.
Ja, dieses verfluchte Dorf ist so mit den Tuatha vor seiner Haustür beschäftigt, dass es das Monster in seinen eigenen Mitteln völlig vergisst. Okay, abgeschlachtet. Heute versucht Audienz zu bekommen. Überraschung. Überraschung, Überraschung. Patrick Morkan weiß mehr, als er sagt. Sein Keller. Okay. Wissen wir Bescheid. Weißt du Bescheid? Ach ja, Fallen wieder. War ich da schon? Nee, in der Höhle war ich nicht. Kann ich die auch entschärfen oder sagt das Spiel lieber nö? Was ich euch noch erzählen könnte, ich habe letztes Wochenende habe ich mit einem Zuschauer, Grüße gehen raus, Nioh gezockt. Also noch nicht so ganz zusammen, weil man muss ja erstmal Tutorial machen. Also die Erstmission, dann gibt es noch ein Tutorial, was man machen kann. Und dann fängt das Spielen ja erst richtig an und die erste Mission musste ich halt jetzt alleine machen, weil ich keinen Ochoco-Becher gefunden habe. Die braucht man halt, um jemanden einzuladen. Ja, lief eigentlich ganz gut. Sehr überraschend. Ich habe mich gar nicht so dumm angestellt. Ich habe mich zwar ein bisschen oft verlaufen, so, dass ich nicht wusste, wo gehe ich jetzt weiter, aber an sich mit den Gegnern kam ich easy klar. War ich super überrascht. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, ich weiß ja schon, dass Nubivan und Don Camillo haben ja Nioh Schmio zusammen gemacht bei uns auf dem Channel. Und daher wusste ich ja auch, dass... Da könnt ihr übrigens mal reingucken. Sind teilweise sehr witzig. Irgendwann haben wir daraus nur noch Talkie Talkie auch gemacht, dass wir währenddessen zocken, während wir quatschen alle. Da war ich auch selber zu Gast. War also gar nicht so schlecht. Also falls ihr sagt, ihr würdet mich dort zwar vermissen oder so, dann könnt ihr bei den letzteren, glaube ich, reinschauen. In der Beschreibung haben wir auch reingeschrieben, was für Themen wir dort behandelt haben. Und ja, war ich wirklich überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Hat auch echt gut Spaß gemacht und ich werde es dieses Wochenende auch wieder machen. Also falls ihr auch mal Lust habt, irgendwie was mit uns zu zocken oder so, traut euch ruhig, wir sind da sehr offen, was das angeht. Haben auch richtig Bock drauf. Ich meine, wer hat halt auch nicht Bock auf Zocken, ne? Die sind da direkt an der Falle ran. Ich will nicht in die Falle laufen. Ich will noch Pfeil und Bogen. Ja, erst wollte ich das Tutorial aufnehmen, aber dann ist mir da doch was dazwischen gekommen. Ich dachte mir so, ja, dann könnt ihr euch kaputt lachen, wie ich sterbe. Aber ich bin gar nicht so oft gestorben. Ich bin gleich beim ersten Gegner gestorben. Das schon. Aber auch nur, weil ich halt mit der Steuerung überhaupt noch nicht klar kam. Und ich echt nicht wusste, ob das so seinen Sinn hat, dass ich mit Fäusten auf den eingeschlagen habe. Ja. Sonst bin ich, glaube ich, noch einmal gestorben und den Boss habe ich auch recht schnell eigentlich gemacht. Nur jetzt hänge ich gerade noch in diesem Dorf bei dem einen Miniboss. Ich würde sagen, dass es ein Miniboss ist. Ich weiß nicht genau, wo bei Nioh Schmio da der Unterschied ist. Aber ja, ist auf jeden Fall echt gut witzig. Ich habe mich auch einmal herrlich amüsiert, wie ich einfach gestorben bin. Ich musste so lachen. Ich hätte es wirklich gerne für euch aufgenommen, Alter.
bin ja froh, dass überhaupt Neo schon mal bei uns auf dem Channel thematisiert wurde. Vielleicht irgendwann ein anderes Souls-like-Spiel. Vielleicht sind die ja auch von der Steuerung so in Ordnung wie Neo. Bin jetzt gerade bei dem hängig, wo man auf dem Dach steht und ihn killen muss. Also es ist wirklich noch das erste Gebiet. Ja, den habe ich jetzt, glaube ich, 5 Mal oder so versucht bis jetzt. Ey. Das war unfair. Ja, kann ich die nicht... Warum kann ich die denn nicht... Ah, ich habe ja auch die falsche Taste gedrückt, um wegzulaufen. Warum konnte ich die nicht entschärfen? Das war doof. Komm, dann könnt ihr euresgleichen wieder gegeneinander kämpfen. Ich mich wieder wie so ein Monster-Trainer. Ja. So, das waren meine letzten Game Experience. Ich habe schon ewig kein Bless Unleashed mehr gezockt. Da bin ich richtig wütend gewesen. Weil ich den einen Bossgegner nicht hinbekommen habe. Und wenn du dich zu weit, also zu weit, setze ich mal in Gänsefüße. Wenn du dich zu weit von dem Gegner entfernst, beziehungsweise der Gegner in eine Richtung geht, in die er aber nicht programmiert wurde, dort zu sein, läuft er einfach zurück und füllt sich erneut mit Leben auf. Das macht richtig Spaß. Wenn du deinen Gegner fast down hast und er dann merkt, oh, ich bin hier aber falsch, und zurück zu seinem Anfang rennt, und egal was du dann tust, du kannst ihn in der Zeit auch nicht killen, ja, füllt sich seine Lebensleiste wieder auf und er ist quasi von neuem da. Das hat richtig Spaß gemacht. Und es ist mir bei einem dicken Boss ein paar Mal passiert, dass er mich irgendwo hingeführt hat und ich konnte halt, ich bin halt die ganze Zeit nur ausgewichen. Wusste deswegen nicht, was ich tun soll. Habe ich ein paar Mal versucht, alle meine Tränke verloren. Dachte so, ne, keine Lust. Hier? Was denkt sich Engar dabei, eine Neophytin zu meiner Rettung zu schicken? Begreift er nicht, was hier vor sich geht? Es gibt einen Nekromanten in Mel'Aglia. Ja, und? Seht euch um. Patrick Morkans Frau mag unter natürlichen Umständen verstorben sein. Aber sie wurde von etwas zurückgebracht, das ganz und gar nicht natürlich ist. Ich weiß es, weil ich die wandelnde Leiche seit über einer Woche dabei beobachte, wie sie Gefangene frisst. Sie und ihr Gatte sind in der Nähe. Wenn ihr schnell zuschlagt, könnt ihr sie überraschen und diesen Schrecken beenden. Ja, ich bin nicht sicher, was quälender ist. Patrick Morkan dabei zusehen zu müssen, wie er die Dorfbewohner an seine tote Frau verfüttert, oder wie er ihre verwesende Wange streichelt, wenn er ihr das Blut vom Kinn wischt. Sexy. So bedrohlich seine tote Frau auch scheinen mag, tötet den Zauberer zuerst. Sobald der Meister vernichtet ist, wird sich die Magie, die ihre Leiche beseelt, verflüchtigen. Letztlich ist sie nur ein Automat. Wir wissen beide, dass es keine Magie gibt, die Tote wieder zum Leben erwecken kann. Ich will raus aus dieser Zelle. Wenn ihr sie ablenkt, müsste ich entkommen können. Wir treffen uns im Raben, wenn alles geklappt hat. Okidoki. Ihr müsst unbedingt den wahnsinnigen Nekromanten töten, der mich beinahe an seine tote Frau... Kann ich die Zelle öffnen? Verschlossen, nur mit dem richtigen Schlüssel kann sie geöffnet werden. Eine mittlere Truhe. Hat sogar funktioniert. Und meine Seelenkraft ist aufgefüllt. Das klingt ja großartig. Da sind die beiden auch gleich. Es ist nicht so, wie es aussieht. Also schön, ich gebe es zu.
Ich habe versucht, sie aus dem Grab zurückzuholen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Habt ihr denn nie geliebt? Ich sage nur so viel. Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich glaube, sie hat Hunger und ihr werdet ein wahres Festmahl abgeben. Sehr nett von euch, vorbeizuschauen. Sehr, sehr nett von euch, zu sterben. Ja, deine... Ich töte euch einfach gleichzeitig, das ist okay. Dann könnt ihr zusammen in den Tod gehen. Nein. Darf. Ich wollte gerade sagen, du bist tot. Dass sie überhaupt noch irgendeinen Spruch gesagt hat. Junge. Okay. Muss ich sie jetzt eigentlich noch befreien? Wir können ja mal hingehen und schauen. Was haben wir hier? Oh, ein Bettchen für die beiden. Ist hier vorne ihr Grab? Alchemielabor. Ob sie zusammengespeist haben? Oder muss ich hier später nochmal zurück? Ich laufe mal ein Stück ihr entgegen. Ah, okay, es hat geklappt. Sehr gut. Vielleicht ist was noch in der Dings. In der Zelle. Für was habe ich sonst den Schlüssel bekommen? Ich muss echt feststellen, dass die Spieleentwickler einfach nicht Neugierde belohnen. Das ist mir schon so oft aufgefallen, dass ich denke, so, oh, vielleicht ist da noch was. Vielleicht haben die sich dabei was gedacht. Haben sie nicht. Absolut nicht. Sie haben sich einfach nichts beigedacht. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr. Aber scheinbar waren das nur so meine Intentionen. Das war nur der Wunsch, den ich gehegt habe. Erstmal ein bisschen randalieren. Können wir hier was haben? Hier können wir Gem schleifen. So, hier noch eine Truhe. Mittlere Bandtruhe. Versuchen wir die. Hä, jetzt? Komisch. Ich wollte gerade sagen, uns schaut niemand zu. Das ist okay. Rechnung. Das Leben und den Tod. Ja, Rechnung ist untersuchen. Brauchen wir die Rechnung nochmal für irgendwas? Wir nehmen sie mal vorsichtshalber mit. Wir hatten noch diese eine Quest, dass jemand gesagt hat, sie möchte gerne Rechnungen zurückgefordert haben, aber ich weiß nicht, ob wir die alle abgegeben haben. Oh ja, bei dem Stein habe ich Skyrim Flashbacks. Nur schön die Steine grappen. Geht hier nicht. Wirklich, man wird hier für nichts belohnt. Hallo, wie geht's dir? Ich grüße euch. Ja. Nach all dem bin ich dankbar, am Leben zu sein und nicht verspeist. Zum Glück seid ihr gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Neophytin. Nur wenige eures Ranges würden mit einem Nekromanten von Morkans Kaliber fertig. Ich bleibe hier und kümmere mich um das Dorf. Ihr hingegen solltet dem gelehrten Engar so schnell wie möglich Bericht erstatten. Okay. Lebt wohl. Ja, war ja jetzt eher ein bisschen mau. Das war ja wirklich schnell. Sollen wir einfach zu ihm zurückgehen? Tatsache. Ich guck
mal, was die Uhr sagt. Die Uhr sagt, das war's für heute. Es ist eine kleine Folge, eine kurze Folge, aber ja, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich rausschneide, aber ich glaube, so 30 Minuten wird es trotzdem sein. Ich finde, das ist in Ordnung. Man muss ja nicht immer übertreiben und ich habe euch ja trotzdem super viel erzählen können. Nicht mehr. Ihr könnt ja mal sagen in den Kommentaren. Also ihr habt zwei Aufträge. Einmal zu schreiben, ob es okay ist, wenn Nubiwan, wenn ich wirklich viel zu tun habe, mal für mich was übernimmt. Was ich aber auch verstehen kann, wenn ihr sagt nein. Und die zweite Aufgabe ist mir zu schreiben, ob ihr es gut findet, dass ich so viel aus dem Nähkästchen plaudere. Oder ob ihr sagt, boah Freya, sei einfach still. Was ist los mit dir? Was passiert? Kannst du bitte aufhören zu reden oder so? Ist auch voll in Ordnung. Sagt mir da nur Bescheid. Ich richte mich da gerne nach euch. Und ja. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wie gewohnt am Freitag. Bis dann. Tschüss.